Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich halte euch jetzt über das aktuelle Event auf dem Laufen. Da geht ja so einiges drunter und drüber. Es gibt jetzt einen neuen Ausweichmodus für den Dummies Big Day und selbst der soll teilweise nicht richtig funktionieren, auch wenn ich keine Probleme habe, ins Spiel zu kommen. Würde mich das gleich mal interessieren, ob ihr Probleme habt oder hattet. Und warum ich denke, und das habe ich nirgendwo gelesen, aber warum ich denke, dass das Caustic-Erbstück nicht kommen wird in diesem Event und dann wahrscheinlich später. Ich zeige euch jetzt erstmal, was sich verschoben hat. Der Dummies Big Day ist ja ein paar Stunden nach Release schon rausgeflogen und es war dann über einen Tag oder anderthalb Tage überhaupt kein Ausweichmodus aktiv. Jetzt ist der Kings Canyon After Dark am Start und ja, Skulltown ist zurück und die meisten von euch und auch in vielen Videos habe ich es schon gesehen, die meisten fliegen nach Skulltown, was ich natürlich verstehen kann, muss man ja nutzen, wenn Skulltown für eine Woche oder fünf Tage gerade mal zurück ist. Ich habe gehört, wie gesagt, ich habe keine Probleme, dass zum Start von Kings Canyon After Dark als Ausweichmodus, dass viele Probleme hatten, sie konnten gar keinen Modus wählen, nicht mal Ranked oder Normal oder Trainingsgelände, hast du nicht gesehen. Extrem traurige Geschichte. Und hier muss ich den Frust, ich denke, im Namen für alle mal so ein bisschen loswerden. Was ist mit Respawn los? Warum bekommen die das mit den Servern nicht hin? Es kann doch nicht sein, dass ich Monat für Monat irgendein Collection-Event raushaue, gefühlt. Respawn möchte, dass du vielleicht hunderte von Euros gefühlt ausgibst, Hauptsache Skins und Geld einnehmen und hast du nicht gesehen, aber die Server, die laufen nicht. Und das finde ich eine absolute Frechheit. Und ich finde es auch zum Kotzen, ehrlich gesagt, dass Respawn da nicht mal Stellung nimmt und sagt, ey, hier, sorry, wir geben uns hier die größte Mühe, wir kriegen es aber trotzdem nicht gebacken, weil wir zu klein sind, keine Ahnung, aber gebt uns trotzdem euer Geld, so ungefähr. Sorry jetzt für diese ganz, ganz ehrliche Meinung, aber das finde ich eine absolute Frechheit. Denn ich zeige euch nämlich jetzt in dem Video gleich noch, was wir ab nächsten Dienstag wohl alles kaufen können, weil Respawn möchte ja unser Geld haben. Oder EA. Keine Ahnung. Ich fange jetzt, sorry, dass ich jetzt hier mal ein bisschen Real Talk betreibe, aber mich kotzt das sowas von an. Ich wechsle jetzt erstmal auf dieses Bild. Und zwar hat nämlich eine Apex News Seite auf Twitter gepostet, welche Events wir jetzt erwarten können. Kings Canyon After Dark geht jetzt bis zum 15. Wir haben gerade mal 5 Tage Zeit, diesen Modus zu spielen, weil Dummies Big Day ja einfach nicht laufen wollte. Und am 15. startet ja dann eigentlich das Hauptevent. Armed and Dangerous wird dann für 7 Tage aktiv sein. Only Sniper, Only Shotgun. Kennen wir schon, hatten wir glaube ich dann jetzt schon das dritte oder vierte Mal insgesamt. Am 22. bis 29. soll dann endlich Dummies Big Day laufen. Ich bin gespannt, weil das ist einer meiner Lieblingsmodis und ich würde mich echt freuen, wenn der diesmal wirklich funktioniert. Und zum Schluss vom 29. bis zum 6. Oktober Live Die. Live, wie genau funktioniert das? Es muss mindestens immer pro Runde ein Squad-Mitglied am Leben sein und dann werden deine Teammitglieder automatisch gerespawnt. Das war, glaube ich, auch so, egal wie oft du verreckst, Hauptsache einer bleibt pro Runde übrig und in der nächsten Runde respawnst du dann wieder ganz normal, als würdest du vom Dropship springen und landest dann bei deinem Teammate. Auch ein sehr, sehr geiler Modus. So, jetzt kommen wir zu dem, was Structol gepostet hat auf Twitter. Der hat nämlich gezeigt, was es ab nächsten Dienstag alles zu kaufen gibt. Und das gibt für mich auch, da, wo ich habe es zwar nirgendwo gelesen, sorry für den Sprachfasching, aber ich denke, dass das Caustic-Erbstück nicht kommen wird, denn dieser Post gibt meiner Meinung nach darauf Aufschluss. Wir können nämlich wohl kaufen einmal ein 100 Pack Bündel, dann ein 20 Pack Bündel, ein Legendary Bündel, ein Pathfinder Bündel, ein Grand Soiree Bündel. Hier denke ich nämlich übrigens, und das ist nämlich das, es hieß eigentlich, das Event soll eigentlich September Soiree heißen. Und ich dachte ursprünglich, dass aus dem Grand Soiree Event alle Skins zurückkommen, aber scheinbar wird es nur eine Handvoll Skins geben aus dem Grand Soiree Event, wahrscheinlich die beliebtesten, könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es noch das Viceroy Bündel, keine Ahnung, was man da rein interpretieren könnte, und ein Watson Bündel. Und wir kennen es, jedes Erbstück, was nachträglich ins Spiel implementiert wurde, gab es durch ein Collection Event. Wir mussten erstmal 24 Packs frei kaufen. Ja, fein freikaufen, nicht freischalten. Immer noch sehr traurig, dass wir keine Packs freischalten können in den Events. Sind wir wieder beim Thema, wo ich mich übelst drüber aufregen könnte. Und erst wenn wir alle 24 Packs gekauft haben, für über 100 Euro, haben wir das Erbstück bekommen. Und dieser Leak sieht nicht so aus, als wäre es ein Collection-Event, was es eigentlich sein sollte. Das heißt, wir müssten ja sonst, wenn wir wirklich hier alles freikaufen müssten, dann wären wir bestimmt bei über 200 Euro, wenn das reicht, um das alles freizukaufen. Deswegen denke ich, dass das Caustic-Erbstück diesmal nicht
kommen wird. Ja, ich finde, dramatisch wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber naja, alles, was wir bis hierhin gehört haben, waren eh alles nur Leaks. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke, dass das Erbstück nicht kommt. Und auch nebenbei bemerkt, ich habe ja darüber gesprochen, was dieses, was uns in Season 6 erwartet. Es sollten ja zwei Erbstücke kommen, einmal Caustic, einmal Bangalore. Und am Bangalore-Erbstück, wo ich darüber sprach, dass das so eine Art Militär- oder Polizeischlagstock sein soll, das soll wohl geändert werden. Und noch ein kleiner Wink oder Spoiler nebenbei. Spoiler, kann man das so sagen. In Season 8 kommt ein Watson-Erbstück. Das wurde schon bekannt gegeben. Von Respawn höchstpersönlich. Überraschung. Okay, das soll es soweit von mir gewesen sein. Lasst mich wirklich in den Kommentaren wissen, ob es bei euch jetzt mittlerweile funktioniert, das Event. Wie gefällt euch die Auswahl von den verschiedenen Modis, die wir alle schon mal hatten? Hättet ihr stattdessen vielleicht irgendwas anderes genommen? Ich habe gesehen, der ein oder andere hätte den Solo-Modus gefeiert. Darüber habe ich auch berichtet, der sollte ja eigentlich auch kommen. Dann der Duo-Modus mit diesen only goldenen Waffen war auch eine richtig geile Idee. Hätte ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja, ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst mir ein Abo da, völlig kostenlos natürlich, würde ich mich auch drüber freuen. Wir sind kurz davor, die 10.000 zu erreichen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Und wer zum Freitag tagesaktuell das Video noch sieht, heute am frühen Abend gibt es noch einen Livestream aller Voraussicht nach. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.